Herzlich willkommen zu dem Videotutorial Ägyptische Bauernmultiplikation und aus den Folgen Programmieren durch Mitprogrammieren. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch dieses Tutorial und erkläre euch das Schritt für Schritt. Und es geht in diesem Tutorial um das Programmieren mit HTML, CSS und JavaScript. So, das ist die dritte Folge, das letzte Mal hatten wir das HTML programmiert. In der ersten Folge hatte ich erklärt, wie das Ganze in der Übersicht aussieht. Und in dieser Folge werden wir uns jetzt mit der Verbindung zwischen dem, was auf dem Bildschirm von dem Browser erscheint, und den Werten, die JavaScript übernehmen muss bzw. zurückgeben muss, beschäftigen. Also eben mit den wichtigen Sachen für die Interaktivität. So, nochmal zur Erinnerung, unser Programm sieht zurzeit so aus. Ich kann hier schon Sachen eingeben in diese Inputfelder. Ich kann auch schon die Tasten klicken. So, das sieht man dann, dass die Tasten geklickt werden. Aber es passiert noch nichts. So, und das möchte ich jetzt bedingt ändern. Bedingt heißt, weil wir eben die Werte auch noch berechnen müssen, dass wir die Berechnung noch nicht machen. Die kommt im nächsten Video. Und so soll es dann später aussehen. Das mit dem CSS machen wir dann in dem letzten Video. So, aber erstmal brauche ich jetzt, muss ich die Werte irgendwie in JavaScript reinkriegen, beziehungsweise JavaScript muss auch irgendwie darauf reagieren, dass ich die Knöpfe andrücke. So, wir gehen jetzt ganz nach unten, und zwar unter das Body Tag, unter dem Schließen von dem Body Tag, und dort gebe ich ein Skript und dann auch den schließenden Tag, und dazwischen steht mein JavaScript. So. Und das erste, was wir hier brauchen, ist eine Funktion, die heißt berechne. So. Das wird eingeleitet mit dem Wort Funktion oder Function. Dahinter steht dann ein Name, den ich mir selber auswählen kann. Und hier in den runden Klammern können Parameter drinstehen, die ich an die Funktion übergebe. In diesem Fall haben wir keine Parameter und deshalb sind die Klammern leer. So, die müssen aber auf jeden Fall dabei stehen, wenn ich eine Funktion definiere. So, dann kommen die geschweiften Klammern. Die geschweiften Klammern bedeuten in JavaScript immer, dass das ein einheitlicher Block ist, und die geschweiften Klammern umschließen ein Stück von einem Java-Programm. In diesem Fall eben tatsächlich alles, was in die Funktion berechne, hineingehört. So, das ist das Erste, was ich mache. Als Nächstes brauche ich eine Funktion, die mir ja eigentlich etwas löscht. Und da möchte ich aber eine Ausgabe hineinschreiben. So, das ist die Funktion clear für den Button clear oder für den Lösche-Button. So, auch da mache ich jetzt erstmal eine leere Form, so, weil ich das so haben will. Und ganz zum Schluss kommen die Event-Listener. Die werden wir in dieser Folge auch schon programmieren. Aber jetzt wollen wir uns erstmal an die Funktion berechne machen. So, die Funktion berechne bekommt drei Variablen. So. Und zwar als allererstes, also eigentlich fünf Variablen, aber man kann das auf drei reduzieren. Sauberer wäre es, wenn ich hinschreiben würde, var a und var b. Also var a ist gleich, und jetzt weise ich dem irgendetwas zu. Und dann später werde ich hinschreiben, die Variable x ist gleich a. So. Warum macht man das so kompliziert? Naja, das macht man dann kompliziert, wenn man Fehler überprüfen will. Dann ist es ganz gut, sich irgendwo die Anfangsvariable zu speichern, den Anfangswert zu speichern, und deshalb trennt man das. So, ich zeige euch jetzt natürlich das funktionierende Programm, deshalb kann ich hier auf diese Zwischenspeicher verzichten. So, aber merkt euch, dass Anfangswerte zu speichern ist eigentlich nie verkehrt, vor allem wenn man mit dem Programm noch nicht fertig ist. So,
Jetzt kommt als nächstes kommt der Befehl parseInt. ParseInt liest eine Zeichenkette aus und sucht sich daraus einen numerischen Wert. Also wenn die Zeichenkette nur eine Zahl beinhaltet, aber als Zeichenkette eine Zahl beinhaltet, dann wird daraus macht er daraus eine Zahl. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier eingeben 1, 2, 3. So, und dann würde der mir daraus eine Zahl machen, also eine Integer-Zahl, mit der er dann richtig rechnen kann. Mit Zeichenketten rechnet der Computer anders. Die kann jetzt aneinanderhängen, aber nicht eben multiplizieren oder dividieren und solche Sachen, ne? Und parseInt macht jetzt daraus eine richtige, echte Zahl. So, das Ganze, ich schließe immer einen Befehl mit einem Semikolon ab. Das muss man nicht unbedingt machen, ist aber sinnvoll, um einfach für sich selber auch die Übersicht zu behalten. Und manchmal gibt es tatsächlich auch Fehler, deshalb Semikolon setzen, immer merken, immer machen. So. Und da kommt jetzt allerdings etwas ganz anderes rein. Da kommt jetzt nämlich ein Befehl hinein, der ist etwas länger. Document Punkt get element by ID. Und dort kommt jetzt rein first. Und dann dahinter, also hinter den Klammern zu, first kommt jetzt das Wort value, Wert. So, was macht dieser Befehl? Document, das ist das gesamte Internetdokument, also meine Internetseite. So. Und das Document umschließt sozusagen alle anderen HTML-Elemente. Und von diesen anderen Ele HTML-Elementen möchte ich jetzt genau das HTML-Element zurückgegeben bekommen, was die ID first hat. Und deshalb geben wir auch eine ID an bei dem HTML-Element, nämlich hier oben die ID first. Und darüber kann mir dann JavaScript ganz eindeutig sagen, das ist genau dieses Inputfeld, also dieses Eingabefeld. Und das Punkt Value heißt, er möchte den Wert aus diesem Eingabefeld haben. Also das, was der Benutzer eingegeben hat. Und damit habe ich sozusagen hier über diesen etwas längeren Befehl mir tatsächlich den Wert ausgelesen. So, jetzt Entschuldigung, jetzt ändere ich hier vorne die Variable nochmal in x um, weil damit werden wir dann auch gleich rechnen. So, dann die Variable y, dann wird genauso eingelesen, bloß nicht aus dem ersten Eingabefeld, sondern aus dem zweiten. Ich wandle mir das wieder um in eine Zahl. Document get element by ID. Und hier eben aus dem zweiten Feld und dann auch Punkt Value. So. Eine wichtige Sache noch, das ist natürlich auch gerade wichtig, wenn man so fragt, ja, was gibt er mir denn eigentlich zurück, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht eine Zahl eingebe, sondern einfach Hallo, dann wird JavaScript das Sinnvollste annehmen, was man so annehmen kann, also wie sich das ein Computer so denkt. Und er wird 0 zurückgeben. Das heißt, in dem Fall, in dem ich irgendein Wort eingebe, wird x oder y zu 0. So. Und es gibt keine Fehlermeldung, sondern es wird einfach auf 0 gesetzt, weil dann ist für parseInt ist dann diese Zeichenkette leer. Da ist keine Zahl drin, also gibt er 0 zurück. So. Und schließlich definiere ich mir meine Variable z und z ist 0. So, damit habe ich jetzt schon die Voraussetzung geschaffen, um den Algorithmus zu berechnen. Also, den Algorithmus, den möchte ich jetzt noch nicht schreiben. So, der kommt jetzt hier rein. Algorithmus. Hier kommt der rein, aber ganz zum Schluss möchte ich, dass der mir das Ergebnis ausgibt. Und das Ergebnis wird in der Variable z stehen. Ja, so, wenn ihr euch nochmal hier das anseht, dann wird in z wird dann das Ergebnis gespeichert.
und das soll dann zum Schluss ausgegeben werden. Oh, das habe ich hier in dem Diagramm vergessen. Das müsste jetzt eigentlich noch mit dazu, dass hier hinten Z an den Benutzer zurückgegeben wird. Gut, aber ihr werdet das dann gleich sehen, wenn ihr das mitprogrammiert. So, jetzt muss ich mir wieder ein Element aus von meiner Webseite holen. Das mache ich wieder mit Document und Get Element by ID. Und dann hole ich mir hier die letzte Tabellenzeile, nämlich dieses mit dem ID Output. So, schreibe ich jetzt rein Output. Und jetzt möchte ich, dass der Inhalt von diesem Element verändert wird. Und das mache ich mit dem Befehl, oder ist eigentlich eine Variable, innerHTML. InnerHTML bezeichnet all das, was innerhalb eines HTML-Elementes steht. So. Und innerHTML soll jetzt ganz einfach und piefig Z sein. Ja? Also ich übergebe einfach die rohe und nackte Zahl. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel eingeben, Ergebnis. Doppelpunkt, upsala, Doppelpunkt, Leertaste, Klammer zu, und dann könnte ich ein Plus eingeben und dann Z, und dann würde der mir noch Ergebnis vorher schreiben. Das habe ich bei meinem Programm vergessen. Wir können es jetzt hier mal drin stehen lassen. So. Und damit habe ich im Prinzip schon das erste programmiert, das, was ich hier haben wollte. Und berechnen tut er mir noch gar nichts, aber das macht er jetzt erstmal nicht. So, gucken wir uns erstmal an, was passiert, wenn wir das hier jetzt ausgeben. So, ich lade die Seite mal neu, und wenn ich jetzt auf Berechnen klicke, dann gibt er mir noch gar nichts aus, weil ich zu Berechnen noch nicht die Funktion hinzugefügt habe. Das möchte ich jetzt als nächstes machen. Ich muss jetzt einen Event-Listener programmieren. Document. Add Event Listener, also füge einen Event Listener hinzu. Und jetzt habe ich vorher was vergessen. Ah, jetzt mache ich es nochmal weg. So, ich muss einem bestimmten Element den Event Listener hinzufügen. Deshalb wieder Get Element by ID. Und hier ist klar, muss ich mir jetzt meinen ersten Knopf suchen, der hat den ID, also die Identitätsnamen Compute. So, damit kriege ich den, und jetzt füge ich den Add Event Listener hinzu. Und im Event Listener stehen zwei Werte. Der erste Wert ist das Ereignis, das überprüft werden soll, und das in diesem Fall Klick, nämlich wenn ich den Knopf anklicke. So. Und das zweite ist der Befehl, den ich hier übergebe, beziehungsweise den ich aufrufe, und das ist die Funktion Berechne. So. Und in diesem Fall habe ich jetzt tatsächlich schon mein habe ich jetzt schon eine gewisse Grundfunktionalität drin. Wenn ich jetzt nochmal in meinen Browser hineingehe und mir das Ganze neu lade und dann sage, so, jetzt drücke ich auf Berechnen, dann gibt er mir schon aus, Ergebnis ist gleich 0 oder Doppelpunkt 0. So, mehr noch nicht, weil er eben noch nichts berechnet. Und Lösche habe ich auch noch nicht programmiert. So, das ist das Erste. Jetzt können wir hier gleich nochmal den zweiten Event Listener einfügen, nämlich Get Element by ID, und hier für den Knopf Clear. Auch hier füge ich einen Event Listener hinzu. Listener. Auch hier wieder für Click. Und diesmal soll die Funktion Clear aufgerufen werden. So. Die Funktion macht jetzt noch gar nichts, aber gleich macht sie etwas. So, diese Funktion werden wir jetzt, der werden wir jetzt eine Ausgabe hinzufügen. Get Element by
ID. Die Ausgabe soll auch wieder in unserem untersten Tabellenfeld erfolgen, das heißt in diesem Output-Feld. Output. Und dann inner HTML. Das heißt, wir fügen dem Inneren von diesem Element jetzt etwas hinzu. Und das machen wir folgendermaßen: String Doppelpunkt Leerzeichen. So, das ist jetzt eine Zeichenkette, in der String Doppelpunkt und Leerzeichen steht. So, jetzt den Wert aus dem ersten Eingabefeld Document Get Element by ID. Und da geben wir ein First. So, das ist das erste. Und dann hinten dran gefügt noch Value. Also wir wollen den Wert haben. So, und jetzt seht ihr schon, geht er mir in die nächste Zeile hinein, weil das ziemlich lang ist. Jetzt kann ich der Übersichtlichkeit halber beliebig viele Einrückungen machen, damit das jetzt wieder schön hinten steht. Darüber sieht der Compiler, wenn der dann das Programm abarbeitet, hinweg. Das heißt, ich kann also Leerzeichen einfügen, so viel ich will. Das macht dem Programm überhaupt nichts. Wo ich keine Leerzeilen einfügen darf, ist in solchen Anweisungen. Wenn ich da ein Leerzeichen einfüge, dann berechnet der mir nichts. So. Also das muss hintereinander stehen, aber zwischen Operatoren und Ausdrücken, da kann ich beliebig viele Leerzeilen machen. So, deshalb kann ich jetzt das Plus, was noch mit dazugehört, in die nächste Zeile einrücken. So, Plus, jetzt soll der mir ein Komma setzen mit einem Leerzeichen und dann als nächstes noch den zweiten Wert dranhängen. Auch den frage ich wieder mit diesem Document Get Element by ID ab. Und hier dann natürlich Second. Und dann zum Schluss Punkt Value. Und damit kann ich das Ganze dann schließen. Und damit ist die Funktion Clear schon programmiert. Also es werden mir die beiden Werte aus dem Eingabefeld ausgegeben. Wenn ich mir das Ganze jetzt ansehe, dann passiert jetzt schon eine ganze Menge mehr. Ich kann also auf Berechnen drücken und klar, wir haben den Algorithmus noch nicht implementiert. Deshalb gibt er mir jetzt hier immer noch dieses eine Ergebnis aus. Wenn ich auf Lösche drücke, gibt er mir aus String 728 und weil ich in dem zweiten keine Zahl eingegeben habe, gibt er mir jetzt hier eine leere String aus. Das könnte ich ja eingeben, 314. Das würde er mir ausgeben oder Hallo. Und wenn ich auf Lösche drücke, gibt er mir Hallo aus. Das heißt, der lädt sich ganz direkt den Wert aus diesem Feld. Gut, und damit haben wir jetzt erstmal sozusagen die Interaktivität hergestellt. Jetzt fehlt in dem Ganzen eben wirklich noch diese Hintergrundlogik, die Berechnung selber, die natürlich der Benutzer auch braucht, damit er sagen kann, ey, ich möchte nicht diese riesigen Zahlen, diese Multiplikation im Kopf ausführen, ich brauche ein Programm dazu. So, und das ist sozusagen unsere Serviceleistung, unsere zweite Serviceleistung an den Benutzer, dass wir sagen, wir haben einen Algorithmus, der nimmt dir Arbeit ab und der muss jetzt noch implementiert werden. Das machen wir im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und habt jetzt so schon eine Idee bekommen, wie HTML mit JavaScript zusammen funktioniert, wie das sich aneinander bindet. Und da kommt jetzt noch ein bisschen mehr dazu, dass ihr dann einfach auch seht, so funktioniert das alles im Hintergrund. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir den Algorithmus implementieren. Bis dann!